Mit Spannung wurde die Schwimmmarathon-Premiere im neuen Lago Wetzlarbad in Olpen erwartet. Bei der Umkleide wurde es ein bisschen eng. Da war Kreativität gefragt. Die erste Hürde war das schlechte Wetter. Es sind einige Busse mit leichter Verspätung angekommen. Wir haben da ein bisschen improvisieren müssen, aber das können wir eigentlich ganz gut. Und dafür, dass wir zum ersten Mal in einem neuen Schwimmbad sind, läuft die Sache hervorragend. Und wir haben bis jetzt also keine größeren Probleme. Nun ist aber die Methode ein bisschen anders. Die Kids müssen aus dem Wasser klettern und dann eine Runde laufen und wieder reinspringen. Das war vorher nicht so. Ist das nicht ein bisschen problematisch? Ja, das ist eine kleine Umgewöhnung, aber die Kinder sind da sehr flexibel, wir auch. Deshalb klappt das hervorragend. Wir müssen aufpassen, dass die Kinder nicht zu schnell laufen und hinfallen auf dem glitschigen Boden. Ansonsten ist das kein Problem. Ja, und fragt man die Kinder selbst, wie es war, so fällt die Resonanz der meisten ganz gut aus. Ist wohl ein bisschen anstrengend, wenn man immer rausklettern muss, oder geht es? Geht. Nicht zu sehr aus der Puste? Ein bisschen. Wie viele Längen hast du schon gemacht? 5. Und wie viele willst du noch schaffen? Mindestens 5 noch. Wie würdest du den Schwimmmarathon beschreiben hier im neuen Schwimmbad? Ist cooler als sonst? Ja, ich finde es schon cooler. Wieso? Weil man hat auch immer noch, wo man zu zweit schwimmen kann und man muss nicht immer hin und zurück schwimmen. Du bist ein bisschen außer Puste. Ist das, weil du schon so viele Längen gemacht hast oder weil du auch immer ein Stück laufen musst? Man muss ja aus dem Wasser rausklettern. Ja, nee, das ist, weil ich schon so viele, also viele Längen gemacht habe. Und weil ich nicht gewohnt bin, so viele Längen zu schwimmen. Eigentlich ist das noch ganz normal, weil ich bin auch im Schwimmclub und das trainiert man halt auch. Aber wenn man die ganze Zeit hintereinander, das ist dann auch trotzdem anstrengend. Wer schwimmt hier nicht jeden Tag oder jede Woche? Also ist dann schon anstrengend oder wie würdet ihr das beschreiben? Es ist schon ein bisschen anstrengend, aber es geht eigentlich noch. Ja, also die ersten Längen waren schon ein bisschen anstrengend, aber ja, danach ging es noch. Man kriegt irgendwie keine Luft, wenn den ersten und danach geht. Also manchmal muss man eine kleine Pause einlegen, oder wie regelt ihr das für euch? Also wenn man hier rüber geht, dann ist das auch eine Pause und wir wissen ja, dass es für einen guten Zweck ist. Der eine oder andere unter den jungen Schwimmern brauchte dann aber auch mal eine richtige Verschnaufpause und musste sogar für einen kurzen Moment die Füße hochlegen. Das hat man leider schon manchmal, aber das ist wirklich, das ist eine Gewohnheit. Ne? Man sieht schon Kinder, die regelmäßig kommen und regelmäßig ihre Längen schwimmen oder mit ihren Eltern zum Schwimmbad kommen. Nur leider haben wir schon festgestellt, dass es immer weniger wird. Auch von den Kindern, also von den Altersklassen her, dass weniger Kinder schwimmen können. Doch für den Schwimmmarathon gaben sich die Kinder die Klinke in die Hand. Wir haben jetzt einen kleinen Engpass mit den Kabinen, da die Kapazität nicht so wie im alten Schwimmbad ist. Aber mit ein bisschen Zeit und wenn wir ein bisschen warten für die anderen Klassen, zum Beispiel Kettin ist das eine große Klasse, dann schaffen wir das auch. Die Kabinenkapazität, die war ein bisschen eingeschränkt. Wie haben Sie das lösen können? Ja, wir haben das schön gelöst mit einer extra Kabine auf unserem Balkon. Wir haben eine extra Kabine gemacht. Herr de Gavre, manche sagen, hier sei es extrem warm. Ist die Temperatur hier im Schwimmbad höher, als im Hallenbad der Fall war? Oder woran kann das liegen, dass die Leute denken, es ist irgendwie wärmer als die letzten Jahre? Also erstens das Wasser wärmer wie in Altenbad. Dann drüben haben wir die Freizeitzone, die gibt auch 32 her. Wir haben viele Kinder, aber die Feuchtigkeit ist viel tiefer und der Lärm ist auch viel besser zu ertragen wie Altenbad. Jetzt die Kinder sind ein bisschen müde, weil die nur eine Länge durchschwimmen, müssen gehen und die gehen etwas zu schnell, dann sind die schneller erschöpft. Offenbar alles im grünen Bereich. Der BRF war wie immer live dabei. Die Schwimmerteams zogen weiter ihre Längen, während am Seitenrand eine kleine Tanzpause eingelegt wurde. Fragt man die Kids, so war die Stimmung also gut. Übrigens auch, als das Lago-Maskottchen auftauchte, um die Kinder vom Beckenrand aus ein wenig anzufeuern. Kurzum, Ende gut, alles gut.